BirdLife-Gezwitscher. Der Vogelpodcast von BirdLife Österreich. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von BirdLife-Gezwitscher, dem Vogelpodcast von BirdLife Österreich. In dieser Spezialfolge sprechen wir mit Martin Schild, dem Schweizer Regisseur des Films Krähen, Nature is Watching Us, der ab 20. Oktober in den österreichischen Kinos laufen wird. Achtung! Das Interview wird den ein oder anderen Spoiler beinhalten, wir versuchen uns aber natürlich zurückzuhalten. In Österreich brüten bekanntermaßen 9 Vertreter der Familie der Rabenvögel. Das sind Eichelhäher, Elster, Tannenhäher, Alpendohle, Dohle, Sattkrähe, Rabenkrähe, Nebelkrähe und natürlich der Kolkrabe. Im 19. Jahrhundert hat zudem auch die Alpenkrähe in Kärnten noch vereinzelt gebrütet, die ist aber leider ausgestorben mittlerweile und ist nur mal als Ausnahmeerscheinung anzutreffen. Ihre nächsten Brutgebiete liegen in Italien und der Schweiz. Weil auch immer wieder der Begriff Aaskrähe fällt, eine kurze Einordnung. Raben und Nebelkrähe sind eng miteinander verwandt und werden oft als Aaskrähe zusammengefasst, vor allem in Wien, wo sie oft hybridisieren. In der österreichischen Artenliste sind sie aber trotzdem als Nebelkrähe und Rabenkrähe auf Artniveau gesplittet. Sie werden in der Familie der Krähenverwandten, der Corvidae, eingegliedert, welche wiederum zu den Singvögeln zählen. Was aber ganz wichtig ist für die Krähen und für die Rabenvögel, dass es eben Singvögel sind. Weil viele beschweren sich ja über die Gesänge der Krähen und der Rabenvögel. Und ich sage dann auch immer, ja, es gibt ja auch nicht nur Popsänger, es gibt ja auch Bluessänger und das ist vielleicht ein bisschen so. Aber die Krähen sind tatsächlich Singvögel, was sie auch schützt vor dem Abschuss. Definitiv. Herr Schild, Sie sind der Schweizer und mit den heimischen Rabenvögeln vertraut. Haben Sie eine Rabenvogel, eine Lieblingsart? Naja, man muss ja immer ein bisschen aufpassen mit der Vermenschlichung, wenn es um Tiere geht. Und ich habe das natürlich in meinem Film auch ein bisschen gemacht, indem ich die These aufgestellt habe, dass die Rabenvögel so etwas sind wie unsere schwarzen Chronisten, die uns beobachten. Und wenn man jetzt diese Idee ein bisschen weiterzieht und weiterspinnt und überträgt auf die Vögel, dann könnte man vielleicht sagen, die Rabenkrähen und die Nebelkrähen sind so ein bisschen die Yellow Press. Das ist so der Boulevard. Die sind auch dort, wo die Menschen sind und wo die Partys steigen und die schreiben dann auch sehr schnell und die kurzen Beiträge und die Kohlkraben, würde ich mal sagen, das sind so ein bisschen die Feuilletonisten. Also das sind dann eher die Beobachter im Hintergrund und die finde ich natürlich schon sehr, sehr spannend, also diese Beobachter im Hintergrund, aber mein Herz schlägt wirklich auch für den Boulevard und ich liebe diese Rabenkrähen, die eben in den Städten, an den Partys und überall dort, wo die Menschen sind, die Storys weitergeben über uns Menschen. Wie sind Sie denn überhaupt auf die Idee gekommen, eine Dokumentation über Krähenvögel zu machen? Ja, da muss ich vielleicht ganz am Anfang dieses Podcasts auch schon mal so wie eine kleine Beichte leisten. Es war nicht meine Idee, es war die Idee meines damals 9-jährigen Sohnes. Der hat sich mit 9 wirklich unglaublich für Vögel interessiert und ist jeweils mit dem Brutvogelatlas der Vogelwarte Sempach über dem Kopf eingeschlafen. Und er im Gegensatz zu mir konnte er sich wirklich aus mit Vögeln. Und er hat mir dann den Tipp gegeben, mach doch einen Film über Krähen, wenn du nicht weißt, was für einen nächsten Film du machen sollst. Und so war das. Und so habe ich dann angefangen, ein bisschen zu recherchieren und habe gemerkt, dass die Rabenvögel, die Krähen und die Raben eigentlich dasselbe machen, wie wir Journalisten und Filmemacher. Sie beobachten die Welt, sie beobachten uns Menschen seit Urzeiten. Und das hat mich dann sehr fasziniert. Aber ich dachte, okay, die machen ja eigentlich dasselbe. Und als ich dann in einer Studie gelesen habe, dass die auch die Fähigkeit haben, dieses Wissen über uns Menschen sozusagen von Krähengeneration zu Krähengeneration weiterzugeben. Da war ich total verliebt dann in diese Geschichte und das war dann auch der Beginn der These, dass die Natur uns beobachtet und
Ich fand es dann sehr spannend, einen Film zu drehen und zu realisieren, einen Naturdokumentarfilm, der ein bisschen die Perspektive wechselt, weil normalerweise natürlich Tierfilme und Naturfilme funktionieren wie ein Zoobesuch. Wir Menschen beobachten die Tiere, die Filmemacher versuchen, möglichst spektakuläre Aufnahmen zu drehen vom Verhalten der Tiere, und mich hat dann interessiert, sich die Frage zu stellen, wie wäre das, wenn wir das einfach mal drehen und uns die Frage stellen, wie sehen uns dann eigentlich die Tiere und welchen Impact haben wir auf diese Mitlebewesen, die mit uns diesen Planeten teilen. Sehr schön. Wie lange hat es dann von der Idee von Ihrem Sohn quasi bis zum finalen Film gedauert? Also, genau, wie kann man sich gute Frage, weil Elia, mein Sohn, der mir damals einen Input gegeben habe, war eben 9 Jahre alt, jetzt ist er 20, also es war eine lange Reise, es war eine lange Phase, auch natürlich die Finanzierung sicherzustellen, und es war eine aufwendige Recherche auch, weil, wie gesagt, ich bin kein Ornithologe, ich war auch kein Naturfilmer, sondern das ist sozusagen mein Erstlingswerk in diesem Genre, und wir haben natürlich auch viel Lehrgeld bezahlt, weil am Anfang hatten wir natürlich das Gefühl, okay, Krähen zu filmen, das ist ja jetzt das Einfachste, was es gibt, weil die sind ja überall, man muss nicht weit reisen, die sind sozusagen vor der Tür hier in Wien, man kann sie überall sehen, und wir haben dann aber schnell festgestellt, dass das nicht so ist. Ja, es kommen ja auch mehrere verschiedene Krähenarten vor und das auf der ganzen Welt verteilt. Vielleicht könnten Sie mal erklären oder erzählen, wohin Sie die Dreharbeiten überhaupt gebracht haben, auf welche Kontinente und Länder. Naja, das Spannende ist sicher bei den Rabenvögeln, dass eben überall, wo Menschen sind, gibt es auch Rabenvögel. Also wenn ich von Rabenvögeln rede, dann rede ich in meinem Film natürlich eigentlich nur von der Gattung Corvus, also von den Schwarzen, also nicht von den wunderbaren Tannenherren und den Elstern und den Eichelherren. Die sind in meinem Film, spielen die keine Rolle, aber einfach die Krähen. Und ich habe Locations, also die Settings, eigentlich immer so ausgewählt, dass sie eine wichtige, für den Film wichtige Geschichte erzählen. Es ging also nicht darum, einfach um die Welt zu reisen und zu zeigen, dass überall Krähen und Raben mit uns Menschen leben, sondern es ging immer auch darum, sich die Frage zu stellen, okay, was kann dann diese Geschichte Neues erzählen? Also als Beispiel im Tower in London werden Raben gehalten seit einiger Zeit, weil die Legende besagt, dass das Königreich England sofort einstürzen würde, wenn die Raben nicht mehr im Tower von London sind. Das ist eine spannende Legende. Und der Raven Master, der dort zu den Raben schaut, war früher Soldat, lange Zeit Soldat. Und er hat mir dann im Vorgespräch eben auch erzählt, wie die Raben tatsächlich auch die Soldaten in die Schlacht führen, weil sie eben auch als Aasfresser wissen, es gibt, wenn die Menschen sich die Köpfe einschlagen, immer was zu fressen. Und deshalb habe ich dann gedacht, das ist dann wirklich eine wichtige Geschichte, weil aus dieser Geschichte auch viele Ängste und schlechte Eigenschaften auf die Raben projiziert werden, weil sie uns halt in den Krieg gefolgt sind. Deshalb findet diese Geschichte im Film statt. Aber ganz wichtig war für uns natürlich, und das war eigentlich fast die schwierigste Aufgabe, eine Raben- respektive eine Krähenfamilie zu begleiten und sie filmen zu können. Und wir haben uns dann entschieden, dass wir das hier in Wien machen, und haben dann eigentlich die ganze Stadt abgesucht, auch mit Hilfe von Ornithologen nach möglichen Krähennestern. Und diese Krähennester, die hatten dann natürlich auch die Bedingung, dass sie in der Nähe eines Hauses stehen dass es ein Fenster gibt, welches auf dieses mögliche Krähennest Ausblick gibt. Also so hatten wir nicht nur eine Karte mit allen Krähennestern von Wien, sondern wir hatten auch eine Karte, wo die Krähennester, die eben in 5 bis 10 Meter Distanz ein Haus haben mit einem Fenster, und dann in diesem Haus, respektive in dieser Wohnung, musste dann auch noch ein Mensch leben oder eine Familie, die uns filmen lässt. So hat sich das dann reduziert, aber wir konnten dann tatsächlich einige Standorte finden, wo wir versucht haben, die Krähenfamilie zu filmen. Ich habe es ja angedeutet, wie schwierig es eigentlich ist, Krähen zu filmen, weil
das wissen wahrscheinlich alle Ornithologen viel besser als ich, oder die kennen das. Wenn man die Krähen beobachtet, verändert sich die Beziehung zu diesem Vogel radikal. Also sie sind eben Beobachter und sie lieben es überhaupt nicht, wenn sie selber beobachtet werden. Und wir haben dann angefangen zu filmen und haben festgestellt auf den ersten Aufnahmen, dass wir eigentlich immer nur Krähen filmen, die ein Filmteam beobachten. Also wir haben gar kein richtiges Krähenverhalten gefilmt. Wir haben uns natürlich auch versucht einzuschmeicheln. Wir haben Bio-Cashew-Nüsse den Krähen angeboten, gesagt, schaut mal, wir kommen, lasst euch nicht stören, wir filmen nur ein bisschen. Und die haben uns dann angeschaut und das hat man dann auch auf den Bildern gesehen und gesagt, ja, jetzt kommt wieder das dumme Filmteam und bringt die Nüsse. Aber wir hatten natürlich überhaupt kein natürliches Krähenverhalten. Und deshalb mussten wir wirklich viel besser werden. Es war dann auch ein bisschen ein Kampf, wer darf eigentlich wen beobachten, also die Krähen uns oder wir die Krähen. Und auf diese Konkurrenz oder auf diese Competition mussten wir uns auch einlassen. Und wir haben dann eben in diesen Fenstern, in diesen Häusern, wo die vor dem Fenster ein Krähennest ist, haben wir dann jeweils eine Styropor-Attrappe der Kamera installiert, damit sie sich an die Form der Kamera gewöhnen. Und als die Brutphase dann begann, haben wir dann eigentlich einfach die Styropor, also die Attrappe der Kamera, ersetzt durch die richtige Kamera und das hat dann funktioniert. Spannend, ja, das wäre auch eine meiner Fragen gewesen, wie man damit umgeht, wenn die Krähen merken, ja okay, da kommt dieses Filmteam und das Tier, was sich wahrscheinlich ja nie hundertprozentig ganz normal verhalten, wie sie sich im Wald verhalten würden, wenn sie wissen, es ist kein Mensch anwesend. Genau, ja, und es kommt noch dazu, dass die Kamera natürlich etwas ist, was die Krähen auch ein bisschen erinnert an ein Gewehr oder es ist auch ein Stativ. Sie sind unglaublich skeptisch, zu Recht ja auch, weil viele Menschen die Krähen vergrämen wollen oder vertreiben wollen, sie auch zum Teil schießen deshalb sind sie wirklich skeptisch und was ich sehr spannend fand auch, ist, dass sie sich nicht kaufen lassen. Man kann sich eigentlich mit Krähen nicht gut einschmeicheln. Was mit einem Hund oder mit einer Katze eigentlich gut funktioniert, indem man einfach ein bisschen Futter gibt. Die Krähen lassen sich sehr schlecht kaufen. Also man muss sich eine Krähenbeziehung richtig verdienen. Und das Spannende fand ich dann eben auch, dass wir gelernt haben, uns zu verstecken und eben selber schlau zu sein und versuchen, das Krähenverhalten so zu filmen, dass sie es eben nicht merken. Oder vielleicht hat es dann irgendeine doch gemerkt und immer noch so weitergespielt, als würde sie jetzt natürliches Verhalten haben. Aber ich würde mal sagen, die Krähenfamilie, die wir in Wien drehen konnten, da ist es uns wirklich geglückt, sehr, sehr intime und sehr nahe Aufnahmen zu drehen von dieser Familie, wie sie in einer wunderbaren, auch in einem wunderbaren Teamwork die Jungen aufziehen. Und der Begriff, den man ja viel hört, dass es Rabeneltern sind und da haben wir die Bilder angeschaut und gesagt, okay, wer diese Bilder sieht, wird diesen Begriff nie mehr benutzen, weil sie sind sehr fürsorgliche Eltern. Ich durfte mir den Film ja auch schon vorab für dieses Podcast-Gespräch auch anschauen und das kann ich nur bestätigen, weil das sind sehr liebevolle Bilder. Da kann man sich wirklich nicht vorstellen, woher das Sprichwort Rabenmutter, Rabenvater kommt. Ich habe eine These mittlerweile. Die Krähen und die Raben sind ja sehr schlaue Vögel. Und es ist tatsächlich, und das haben wir auch beim Filmen festgestellt, es ist fast unmöglich zu filmen, wie eine Krähe zum Nest fliegt. Weil da sind sie unglaublich vorsichtig. Also sie schauen genau und wenn sie sehen, dass sie beobachtet werden, fliegen sie wirklich nicht zum Nest. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die Jungen, die haben natürlich Hunger im Nest und die artikulieren auch ihren Hunger. Und es kann dann auch gut sein, dass die Menschen das gehört haben, aber dass sie eben nie gesehen haben oder kaum je sehen, wie eine Krähe zum Nest fliegt und dass sie deshalb fälschlicherweise auf die Idee gekommen sind, dass das Rabeneltern sind, weil sie die Kinder schreien lassen. Dabei ist es einfach so, dass sie so schlau sind und erst zum Nest hinfliegen, wenn keiner es sieht. Das ist einfach meine These. Also die hat keinen wissenschaftlichen Background, aber es ist so einfach so meine Erfahrung nach diesen Dreharbeiten, dass ich vermute, das könnte einer der Gründe sein.
Ja, wenn ich jetzt an das Krähennest in meinem Innenhof denke, dann ist es auch so. Die schauen immer ganz argwöhnisch. Aber wie das Kleine ausgeflogen ist und am Boden gesessen ist, haben sie es natürlich ganz stark verteidigt. Also es war auch dann schön anzusehen, wie die Bindung auch ist und wie sehr sie den Jungvogel verteidigen und sie das drinnen haben. Vorher ist ja das Wort Legenden schon gefallen und Raben haben wir auch, Rabenvögel haben ja auch eine große Rolle in der Mythologie, spielen sie. Das kommt ja auch im Film vor. Vielleicht möchten Sie doch ein bisschen was erzählen in die Richtung. Was war für Sie da besonders verwundernswert oder ein lustiger Fakt? Ja, man muss vielleicht sagen, im Film kommen ja nicht nur dokumentarische Filme für Bilder vor. Man muss vielleicht sagen, im Film kommen ja nicht nur dokumentarische Bilder vor, sondern eben auch eine Animation, weil es war wie klar, dass wir auch diese Mythen und Legenden, die es rund um die Krähen und Raben gibt, auch irgendwie im Film haben möchten. Und die konnten wir ja nicht dokumentarisch aufnehmen. Deshalb haben wir mit einer Animation gearbeitet. Für mich war es wichtig, dass wir zeigen können, dass die Raben eben nicht nur Teil unserer Geschichte sind, weil sie uns seit Urzeiten begleiten, sondern dass sie auch Teil unserer Geschichten geworden sind. Man kann durch die Museen gehen, man kann durch die Literatur gehen und man findet immer wieder und überall Raben als Beobachter oder sogar als Hauptfiguren von Geschichten. Und das wollte ich unbedingt auch im Film haben. Weil die je nach Kultur werden die Raben auch sehr unterschiedlich dargestellt in diesen Mythen und in diesen Legenden. Also überall dort, wo es indigene Kulturen gibt, die noch sehr stark auch mit der Jagd verbunden sind, dort werden die Raben und die Krähen sehr positiv wahrgenommen, weil sie uns Menschen eben unterstützt haben. Die Rabenvögel haben die Rabenvögel sind eine symbiotische Beziehung eingegangen zu den besten Jägern und wir Menschen waren natürlich lange Zeit die besten Jäger und sie haben uns gezeigt, wo das Fleisch ist. Sie selber sind ja eben Singvögel, keine Raubvögel, deshalb sind sie darauf angewiesen, dass sie mit den besten Jägern kooperieren, die für sie sozusagen die Beute erlegen und dann können sie mitessen, weil ihr Gehirn ja dann sehr groß ist und proteinreiche Nahrung braucht. Damit dieser Supercomputer im Raben- und Krähenhirn auch funktioniert, brauchen sie eben Fleisch. Und deshalb haben sie diese Beziehung zu den Jägern und gehen diese Beziehungen ein. Und dort sind natürlich dann auch eben die positiven Geschichten, dort sind die Krähen sehr wichtig für diese Kulturen und überall dort, wo die Menschen dann sesshaft wurden und Bauern wurden, ging es natürlich dann auch darum, dass die Raben und die Krähen von den Feldern vertrieben werden mussten und dort gab es dann auch diese Konkurrenz zwischen den Menschen und den Krähen und man hat sie versucht zu vertreiben, von den Feldern wegzubringen und dort hat man dann auch gemerkt, wie schlau sie sind und dort sind dann natürlich auch Legenden entstanden, die nicht so positiv konnotiert waren oder sind. Und natürlich umso mehr dort, wo wir öffentlich auf den Dorf- und Stadtplätzen die Menschen aufgehängt haben und hingerichtet haben, dort waren natürlich dann die Raben auch präsent und die Krähen. Und das hat natürlich dann zu diesem Image als Galgenvogel Totenvogel und so gebracht. Also diese Geschichten, dass sie eben dem Tod sehr nahe stehen. Interessanterweise gelten in vielen Kulturen die Krähen und die Raben als Ambassadoren auch zwischen dem Diesseits und dem Jenseits. Also sie müssen offenbar schon eine gewisse Fähigkeit haben, Grenzen zu überwinden zwischen dem Diesseits und dem Jenseits. Also in Indien beispielsweise gibt es ein sehr schönes Ritual, wo die Menschen, wenn die Verstorbenen geehrt werden, werden so kleine Reisbällchen zubereitet, die dann von den Krähen und von den Raben dort weggetragen werden und die bringen dann eben diese Nahrung und diese Botschaften zu den verstorbenen Liebsten und dieses Ritual ist jetzt nicht im Film, aber es zeigt, dass in vielen Kulturen diese Fähigkeit der Raben und der Krähen, dass sie eben sozusagen als Ambassadoren oder als Vermittler zwischen den Göttern und der hiesigen Welt funktionieren, dass das sehr, sehr tief verankert ist.
Mir persönlich hat es auch sehr gut gefallen. Ich glaube, es war die Peter Bruegel, ich bin mir nie sicher, wie man es ausspricht, Ausstellung, die gezeigt worden ist, wo ja auch quasi in den Kunstwerken Krähen und Krähenvögel vorkommen. Ist Ihnen das quasi dann außerhalb von Europa bei Kunstwerken auch aufgefallen, dass die einfach überall quasi vorkommen? Ja, das war ein spannendes Spiel. Wir sind mit unseren beiden Jungs oft in Museen gewesen, im Louvre oder im Prado oder in anderen Museen, und haben dann jeweils während diesen drei Dreharbeiten immer auf den Bildern nach Krähen und Raben gesucht. Das war so wie unser kleines Spiel. Und wir haben die dann immer wieder entdeckt auf unterschiedlichen Bildern, zum Teil eben im Hintergrund, zum Teil auch präsent. Und tatsächlich sind sie natürlich oft präsent, weil auch die Maler, das waren ja auch Beobachter und Chronisten der Zeit, und die haben die natürlich auch gesehen und haben sie natürlich auch inszeniert in ihren Bildern, genau. Ja, ich habe mir jetzt vorgenommen, beim nächsten Ausstellungsbesuch da auch noch mehr drauf zu achten. Also wo man sie überall sieht, genau. Als Hobby-Ornithologin fällt dann das eh schon vermehrt auf, welche Vogelarten da vorkommen, aber da ein Augenmerk drauf zu richten, das kann ich nur allen Zuhörerinnen auch empfehlen. Genau, und in der Fantasy-Literatur beispielsweise ist ja jedes zweite Buch irgendwie mit einem Titel, mit einem Raben oder mit einer Krähe verbunden. Und natürlich auch im Film. Also ich meine, wenn man ein bisschen die Filme sieht, sei das jetzt Downton Abbey oder was auch immer für einen Film, immer hört man im Hintergrund, sobald es ein bisschen spooky wird und sobald es ein bisschen Spannung aufkommt, dann können die im Tonstudio nicht mehr widerstehen in der Mischung und mischen ein paar Krähengeräusche rein. Und das hilft natürlich dann auch wieder, dieses Bild, dass immer, wenn etwas Schlimmes passiert, dass dann die Raben schreien und so. Das zementiert dieses Bild natürlich auch, aber es wird nach wie vor in ganz vielen Filmen, wenn man ein bisschen reinhört in die Filme, dann hört man immer wieder einen Rabenschrei, natürlich immer genau dann, wenn etwas Schlimmes passiert, wenig später. Ja, ich glaube, es ist auch deswegen so, weil die Krähen sich ja oft am Abend dann in großen Schwärmen zusammentun, quasi um einen Schlafplatz gemeinsam aufzusuchen. In Wien ist es zum Beispiel im Prater, gibt es im Winter einen Schlafplatz von Saatkrähen, eben einen größeren. Und wenn es dann gerade dunkel wird und im Winter ist es ja relativ früh und dann kommen so Schwärme von großen schwarzen Vögeln, die sich miteinander kommunizieren, dann kann das schon ein bisschen spooky sein. Also das ist schon nachvollziehbar. Ja, genau. Wobei, wenn man sich natürlich das Bild macht, dass wir Menschen uns ja auch gerne an einem Fußballspiel treffen oder zu einer Party und uns dort austauschen, dann ist es gar nicht mehr so spooky, sondern dann macht es absolut Sinn, oder? Dass man zusammenkommt und kommuniziert und sich austauscht und auch sagt, okay, wo gibt es was Gutes zu essen und so, das machen wir Menschen ja auch. Und das ist ja auch das Tolle, dass wenn wir Krähen beobachten oder wenn wir Raben beobachten, dass wir ganz viel über uns selber lernen, weil vieles von ihrem Verhalten ist uns sehr ähnlich. Eben wir sind auch soziale Wesen, wir sind auch soziale Typen und das sind die Krähen auch, sie tauschen sich auch aus und sie haben auch eine wunderbare Sprache, sie kommunizieren unglaublich oft und viel. Auch da sind sie uns Menschen ja, stehen sie uns nicht in nichts fern, sie sind uns auch da sehr nahe. Das kommt auch im Film sehr gut raus. Welche ethischen Überlegungen gab es denn in Bezug auf die Darstellung von Rabenvögeln auch in Gefangenschaft? Ja, es gibt eine kleine Community von Krähen- und Rabenforschern auf der Welt. Ein Hotspot ist in Seattle an der University of Washington, wo total spannende Raben- und Krähenforschung betrieben wird. Und diese Rabenforscher, die sind alle unglaublich vorsichtig und sorgsam im Umgang mit den Tieren. Also es ist natürlich auch ein sehr spannendes Forschungsfeld, weil man entdeckt, wie unglaubliche kognitive Leistungen die Raben und die Krähen vollbringen können. Und lange Zeit war beispielsweise gerade in der Verhaltensforschung und der Hirnforschung hat man natürlich gedacht, okay, die einzigen wirklich intelligenten Wesen auf diesem Planeten, das sind wir Menschen und dann allenfalls noch die Menschenaffen. Und jetzt entdeckt man, dass die kognitive Leistung eines Vogelhirns unglaublich ist. Oder? Man kann ja das Beispiel vom Eichel hernehmen, der Tausende von Nüssen im Herbst versteckt und von diesen tausenden Nüssen dann im Winter in der zugeschneiten Landschaft wieder fast alle findet. Und wir Menschen legen unser Handy mal irgendwo in der Wohnung ab und
10 Minuten später wissen wir nicht mehr, wo sie ist. Also diese Leistung ist erstaunlich. Und dass die Wissenschaft jetzt herausfinden will, wie dieses Hirn funktioniert und welche kognitiven Fähigkeiten die Vögel haben und wie diese Prozesse funktionieren, das finde ich natürlich sehr spannend. Und klar, das sieht auf den ersten Blick ein bisschen spooky aus und es sieht auch ein bisschen aus, dass man das Gefühl hat, ja, diese Vögel werden missbraucht für diese Forschung. Ich glaube das aber nicht. Das ist eigentlich ein MRI, was da durchgeführt wird, oder ein Hirnscan, ein PET-Scan, nicht ein MRI, sondern ein PET-Scan. Und das ist ja etwas, was wir Menschen auch zum Teil fast routinemäßig machen als Vorsorgeuntersuchung, oder wenn es irgendwo zwickt und zwackt, dann gehen wir auch zum Arzt und dann wird es untersucht. Und diese Forscher, die mit diesen Krähen arbeiten, machen das wirklich sehr sorgfältig und alle diese Krähen werden dann auch wieder freigelassen. Und eines der wichtigsten Experimente zeigt ja auch, wie eben die kognitive Leistung der Raben zu diesen Forschungsarbeiten geführt hat. Weil vor 10 Jahren auf dem Campus der Universität haben die jungen Wissenschaftler die Krähen eingefangen und dann beringt. Und dann haben sie festgestellt, dass sie eigentlich über die nächsten 10 Jahre von allen Krähen auf dem Campus immer angeschrien und gemobbt wurden. Und da haben sie sich schon gefragt, wie ist das möglich, oder? Weil das können ja nicht dieselben Krähen sein. Und aus dieser Überlegung und aus diesen Beobachtungen ist dann eben dieses berühmte Experiment mit John Martzloff entstanden, was im Film auch gezeigt wird. Ich finde auch persönlich, dass die Balance zwischen Unterhaltung und Bildung im Film sehr gut gelungen ist. Als Hobby-Ornithologin habe ich mir natürlich gedacht, man könnte noch viel mehr reinpacken. Also wo zieht man dann die Grenze? Also ja gut, es ist natürlich auch nicht alles, was wir gedreht haben, im Film drin. Es sind dann am Schluss 90 Minuten, die zur Verfügung stehen. Für mich war es zum Beispiel unglaublich spannend und wichtig zu zeigen, wie die Krähen in Neukaledonien die Fähigkeit haben, Werkzeuge herzustellen. Weil genau diese Kulturtechnik, die sie beherrschen, ja auch ein bisschen in die These führt, dass sie uns möglicherweise überleben könnten. Also auf Neukaledonien gibt es eine spezielle Konstellation. Es gibt keine Spechte, die Totholzkäferlarven fressen können, und es gibt auch keine großen Krähenfeinde. Und deshalb haben wahrscheinlich die Krähen dort gesagt, okay, das sind Leckerbissen überall im Totholz zu finden, und wir entwickeln jetzt eine Werkzeugkultur und haben dort dann die Krähenpopulation, haben dort dann verschiedene Werkzeuge entwickelt und wir konnten das auch filmen. Und das ist ja eigentlich auch das Spannende, was uns dann auch ein bisschen zum Schluss des Films bringt, dass wir Menschen ja auch erst vor 23.000 Jahren angefangen haben, erste Hakenwerkzeuge zu machen. Heute bauen wir Supercomputer und fliegen ins All. Und die Krähen auf Neukaledonien sind jetzt in dieser Phase. Sie machen unglaublich spezielle Hakenwerkzeuge. Und ja, wer sagt dann, dass die nicht dereinst auch irgendetwas machen, wie ins All zu fliegen? Vielleicht sind sie viel intelligenter und fliegen dann eben nicht ins All und machen etwas viel Gescheiteres. Sehr schön. Was sollen sich KinobesucherInnen mitnehmen vom Film? Was wäre da zentral für Sie? Ja, ich glaube, das Schönste ist, wenn man anfängt, unsere nächsten wilden Tiere zu beobachten. Weil das Tolle ist ja, Krähen sind wirklich wilde Tiere. Es sind nicht zahme Tiere. Sie lassen sich nicht domestizieren, außer man fängt sie als kleine Babys, was man wirklich nicht tun sollte. Und es sind wilde Tiere und sie sind mitten unter uns und man kann sie überall beobachten oder man kann es jedenfalls versuchen. Und ich glaube, man lernt sehr viel über sich selbst und auch natürlich über uns Menschen, weil Krähen halten uns gewisserweise auch einen Spiegel vor. Überall, wo es zu viele Krähen gibt oder wo man sich beklagt über Krähen, läuft irgendwas schief. Also Krähen sind dort, wo wir Food Waste betreiben, wo wir Nahrung an den Boden schmeißen und unvorsichtig und verschwenderisch umgehen mit unseren Ressourcen. Überall dort sind Krähen in großer Masse zu finden, wo wir die Landschaft, die natürlichen Habitate zersiedeln und überbauen und
eigentlich nichts anderes machen, als Krähenparadiese zu bauen. Die Monokulturen in der Landwirtschaft, das sind natürlich unglaubliche Nahrungsquellen für die Krähen. Und klar auch dort, wo wir eben in den Krieg ziehen und uns gegenseitig die Köpfe einschlagen, auch dort gibt es Krähen. Also sie zeigen uns auch immer, wo etwas schief läuft. Es sind sozusagen Indikatoren für Fehlentwicklungen. Es sind eben keine Opfer der Fehlentwicklung. Das sind andere Vögel ja viel mehr, die sterben dann sofort aus, wenn ein Habitat gefährdet ist oder wenn wir natürliche Habitate zerstören, dann fällt deren Lebensgrundlage total zusammen und die sterben aus, und bei den Krähen ist es nicht so. Und das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum sich viele Menschen vor ihnen fürchten, weil sie uns gewissermaßen auch ein bisschen den Spiegel vorhalten. Ja, es ist ja wirklich so, die einen hassen sie, die anderen lieben sie. Genau, auch unter den Ornithologen habe ich festgestellt, dass es, also unter den Ornithologen haben sie auch zum Teil einen schlechten Ruf, weil man fürchtet, dass sie die anderen kleinen Singvögel, dass sie die berauben und dass es Nesträuber sind. Ich selber habe eigentlich keine wirklich wissenschaftlichen Studien gesehen, die belegen, dass jetzt Krähen als Nesträuber wirklich einen signifikanten Einfluss haben. Bei den Elstern wäre ich ein bisschen skeptisch. Das sind wirklich zum Teil gewiefte Nesträuber, und die haben sich auch darauf sozusagen spezialisiert. Die Krähen, jetzt meine Erfahrung und auch das, was ich gelesen habe aus der Literatur, würde ich sagen, die haben ein so breites Nahrungsangebot und die können sich so gut anpassen, dass sie sich nicht spezialisieren auf das Beräubern von anderen Nestern. Wir Menschen bieten ihnen so viel Nahrung, dass sie nicht auf diese paar Eier warten müssen, die dann in der Brutzeit möglicherweise zur Verfügung stehen. Ja, und es ist halt auch so, dass es bei ihnen halt auffällt, weil sie doch relativ auffällig und auch groß sind. Und der Buntspecht, der sich genauso mal irgendwo ein Küken rauszieht oder ein Ei, der ist halt viel unauffälliger. Also den wird man nie beobachten können dabei. Genau. Ja. Ja, aber ja, dieser schlechte Ruf auch unter den Ornithologen, wobei man auch sagen muss, also alle, die angefangen haben, Krähen zu beobachten und sich auch ein bisschen auf diese Geschichte einlassen, die sind natürlich fasziniert von den Rabenvögeln, weil man langweilt sich nie, wenn man Krähen beobachtet. Sie sind wirklich lustig auch, und sie haben ja auch viel Zeit zum Spielen. Also man kann auch eben viele lustige Momente erleben, wenn man Krähen beobachtet. Immer auch wieder Überraschungen. Also es ist etwas sehr Lohnenswertes, sich mit den Rabenvögeln auseinanderzusetzen. Das bringt uns dann schon zur letzten Frage. Können wir uns vielleicht über eine andere Vogelgruppe auch noch eine Dokumentation in Zukunft erwarten? Ja, das ist so. Wir haben jetzt vor ungefähr einem Jahr haben wir angefangen, einen Film zu drehen über wilde Hühner, über Raufußhühner. Was mich dort fasziniert, ist eigentlich auch wieder der Konflikt zwischen Kultur und Natur. Wir sind uns ja oft nicht bewusst, dass wir als Wanderer oder als Tourengänger oder als Mountainbiker durch die Kinderstube und durch das Wohnzimmer der wilden Hühner marschieren, Skifahren, Velofahren. Und die wilden Hühner sind auch einfach unglaublich faszinierende Tiere. Das Balzverhalten der Auerhähne muss man einfach mal gesehen haben. Das sind tolle Bilder. Den Film realisiere ich nicht selber, sondern ein junger 19-jähriger Fotograf und Ornitholog. Und das wird unser nächster Vogelfilm, wird das Geheimnis der wilden Hühner sein. Sehr schön, das freut mich jetzt auch sehr. Danke für das Interview, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Sehr gerne, danke für die guten Fragen. Das war's auch schon wieder mit einer Podcast-Folge von BirdLife-Gezwitscher. Dieses Mal mit einer Spezial-Podcast-Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Dokumentation Krähen – Nature is Watching Us läuft ab 20. Oktober in den österreichischen Kinos. Diese Podcast-Folge ist im Rahmen einer Kooperation mit Filmladen Luna Film und Allegro Filmproduktion entstanden. Vielen Dank dafür. Vor allem auch an die tolle Organisation. Mein Name ist Lisa Lugerbauer und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast abonnieren, weiterempfehlen, Mitglied bei BirdLife Österreich werden
oder, falls finanziell möglich, sogar eine Spende für unsere Vogelschutzarbeit uns zukommen lassen. Wer sich detaillierter mit der Erforschung von Rabenvögeln auseinandersetzen möchte, dem empfehlen wir die Forschungsstation Heidelhof in Niederösterreich. Dort forschen VerhaltensbiologInnen mit Kolkraben und Aaskrähen. Danke nochmal fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei BirdLife Gezwitscher.